guten Test heute gehabt, haben drei Tore erzielen können. Keiner hat sich verletzt. Hoffe, dass auch keiner morgen krank ist, weil das Wetter nicht ganz so toll war. Aber das sind Dinge, die konnten wir nicht ändern. Von daher ist es ist heute wieder ein gelungener Test gewesen. Und wenn wir jetzt im dritten Spiel unseren ersten Sieg eingefahren haben, ist, kann man sagen, rundum gelungen. Ja, ich fand eigentlich, dass wir gut im Spiel waren, haben gut gespielt, hatten eigentlich gute Aktionen und haben dadurch zwei individuelle Fehler irgendwie, warum auch immer, die Tore bekommen. Und haben uns aber eigentlich nicht so rausbringen lassen, fand ich, in der Halbzeit. Haben eigentlich das als 0-0 gesehen und sind dann eigentlich ganz gut in die zweite Halbzeit gekommen, fand ich. War dann schön, dass wir uns für unseren Aufwand dann auch belohnt haben und auch nicht unverdient dann in der Halbzeit geführt haben. Und da konnten wir dann auch selbst nach einigen Wechseln in der zweiten Halbzeit auch dran anknüpfen, sodass wir noch einen erzielen konnten, ein Tor. Und haben aber leider eins sehr hoch und breit gestanden haben, dann auch eins noch kassiert und von daher können wir zufrieden sein für heute. Ich fand, dass wir heute ein bisschen Probleme hatten, die Bälle vorne festzumachen. Das hat dann daraus resultiert, dass wir wenig zwingende Aktionen nach vorne hatten. Sonst fand ich, dass wir das Pressing gut überspielt haben von Zeilsheim. Gutes Positionsspiel mit den Zweikämpfen müssen wir besser noch reinkommen. Aber sonst im Großen und Ganzen fand ich es ein gelungener erster Auftritt. Aber wir sind noch in der Anfangsphase. Jetzt geht es darum, dass man die läuferischen Hausaufgaben noch zu Ende führt. Spielerische Elemente stehen ja jetzt noch nicht so im Vordergrund. Deswegen sind solche Tests wie heute dann auch hilfreich, die Beine ein bisschen frei zu laufen und auch zu spielen. Von daher sind wir bis jetzt auch von allen Spielern sind wir zufrieden und wir haben noch viel Luft nach oben, werden sich meine Jungs reinhauen und ich denke, dass dann spannend wird, wer dann letztendlich beim ersten Spiel auflaufen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.